Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Zementente, wir sind bei Risk of Rain und kommen jetzt ein Level weiter. Millionen Erfahrungspunkte kommen zu mir und bringen mir gar keine Erfahrung mehr. Guckt euch das an, der Erfahrungsbalken bewegt sich gar nicht mehr. Temple of the Elders, Holy Ground. Okay, spannend sieht's hier aus. Schick finde ich's auch. Oh, hier ist wieder so ein News-Item. Was warst du nochmal? Nee, die Lampe ist zu geil. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr. Also dieser Jar of Souls, der ist toll. Der spawnt für jeden Gegner auf dem Screen so ein Geist, der für mich kämpft für eine gewisse Zeit. Das ist schon ziemlich cool. Aber vor allem, weil auch so viele Gegner mittlerweile spawnen, ist das ziemlich cool. Aber naja, sind wir mal ehrlich, die Lampe ist in dem Set. Mist, so eine Kiste, aber ich habe kein Geld dafür. Und so lange warten wollte ich dann jetzt im Moment erstmal nicht. Denn vor allem, wenn wir momentan Gegner entbußen, kriegen wir ja... Oh, der macht ja weg. Hua, wer bist du denn? Euch kenne ich noch nicht. Seid lieb zu mir. Ich bin ein süßes kleines Giftäffchen. Macht ihr irgendwas Schlimmes? Umfallen, okay. Umfallen kann ich nicht leben. Du kommst ja auch nicht rüber, aber du kommst hier rüber. Oh, okay, du fällst einfach runter. Mach doch mal. Find gut. Den und den. So, das reicht schon. Was bist du? Irgendwie so eine Kampfdrohne. Die gebe ich. Oh, gebe ich dir erst schmutzig? Wow! Hier gebe ich es erstmal schmutzig. Du willst es ja auch schmutzig. Wie meine Attack-Drones ihn einfach fertig machen, als kalt hier. Weiß auch nicht, wie ich den schon wieder vergisst, dass er den Rob. Ich glaube, der scheint auch irgendwie. Weiß nicht. Okay, ich mach den einfach mal fertig. So. Das wäre ja der Einzige, der davon spawnt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie vielleicht wieder so ein Questmob, wie der kleine Giftaffe, der ist ja auch irgendwann als Mob auf der Map gespawnt irgendwann. Und sonst nicht. Und ich dachte, das wäre nicht dann. Nee, da kommen wir davon, alles klar. Oh, ich dachte, den Sprung schaffe ich nicht. Hier spielt ein bisschen mit meinem Gift, ich muss mir die Kiste da oben organisieren. Da gibt's gar kein Vertun, ich will die Kiste haben, da ist auch tatsächlich irgendeiner gestorben. Nimm das Gift, nimm das Gift und ich hau euch auch gerne nochmal für ein extra Gift und dann gehe ich eben erstmal hoch. Schalalalala. Ach, der schießt Raketen zurück, wenn ich Raketen auf ihn schieße, das ist aber nett. Mit runterfallen, mit runterfallen. Danke. Was haben wir hier? Die Arzttasche. Ja. Schadet sich ja nicht. So viele Gegner. Oh, der hat irgendein Schild oder sowas. Okay, hier. Dafür habe ich eine Lampe. Lampe ist viel geiler als Schild. Wie viele von diesen. Oh Gott. Attack Missiles hier mittlerweile auch schon rumfliegen. Oh, ein Imp-Overlord. Das ist ein Boss. Jetzt spawnen hier einfach so Bosse. Ist auch nett. Okay, hallo Imp-Overlord. Hier, nimm das Gift. Ich hab Gift für dich. Dann fällst du runter. Das finde ich gut. So. Ich komm mal zu dir runter. Oh, hier auf der Plattform stehst du gut. Oh, irgendwas da oben ist noch gestorben. Hey, ich sag doch, auf der Plattform stehst du gut, Digga. Das hieß... Das hieß nicht, spring runter. So, und den hier kriegst du noch, und den kriegst du noch, und den kriegst du noch. Du spawnst noch ein Item, wenn ich dich umbringe, oder? Dann bring ich dich doch einfach um. Oh, ich krieg aber schon Damage von ihm, muss man sagen. Aua, aua, aua. Den hat er noch da oben, okay. So, und hier den. Fall doch einfach um. Lass dich doch nicht so hart dazu überreden, umzufallen. Jetzt stirbt doch endlich. Ah ja, die Geldbörse. Ich krieg noch mehr Gold von Monstern. Das schadet sich ja ganz bestimmt meiner dauerhaften Überleben. Mein dauerhaften Überlebenskampf schadet das bestimmt nicht, noch mehr Geld zu kriegen. Ich habe ja erst 2000. Ich würde gerne mein Schild erst dann wieder haben, bevor ich da oben nicht hochbegebe. Schild. Aufladen, bitte. Please. Please, Schild. Please, Schild. Da ist es. Alles klar. Hi. Wir machen das einmal so, und dann machen wir das so, und so, und so. Was haltet ihr davon? Ist erschreckend gut, die Idee, ne? Erschreckend gut, habt ihr mitbekommen? Wortspiel, hahaha. Weil die Lampe 4, die versteht schon. Okay. Genug gelacht, liebe Ente, so. Lasst uns ein paar Monsters töten. Sind ja auch nicht viele auf dem Spiel. Ich geh mal hoch, da kommen Kugeln. Oh, da bin ich in die Kugel reingesprungen. Das war gemein. Und so, und so. Oh, da ist ein Warbanner von mir. Hahaha. Noch ein Imp-Overlord. Ja, wenn war dann ist. Der letzte hat mir ein Item gegeben. Ich nehme auch noch mehr Items. Immer mehr Items.
Overpowered Miss 9000. Ja, spawn ich lieber zu mir, das ist eine gute Idee. Damage-mäßig, ich glaube, könnt ihr nicht mit mir mithalten. Ich bin das Äffchen des Todes. So. Gift und Gift und Raketen und Laser und Sachen und überhaupt. Und hier das Gift kannst du auch noch kriegen, weil du es haben willst. Und das hier auch noch. Und dieses und jenes gebe ich dir auch noch. Und hier, das wolltest du haben, ne? Okay, trau nicht ab. Nur weil du so ein bisschen vergiftet bist. Fall um, fall um, fall um, bitte. Danke. Noch mehr Meatballs. Komm ich nicht ran, oder was? Was soll der Scheiß denn? Was sind das denn für Bienen hier? Hi, seid ihr flotte Bienen, ja? Ich will diese Meatballs haben. Ich will alle Items haben, die mich broken machen. Und damit alle Items broken machen, will ich alle Items haben. Oh meine Güte, ist das tief gewesen. So. Oha. Hier ist Gift. Geht da mal weg. Und hier ist noch mehr Gift. Geht da mal weg. Danke. 2000 Gold. Hier ist ein Item. Das kann ich nicht. So. Was bist du denn? Ach, das kenne ich. Genau. Wenn ich angegriffen werde, kann ich Gegner fielen. Oh, ist das göttlich. Explosions. Also, ohne Witz, Leute. Wenn wir den Teleporter finden, dann aktivieren wir den. Denn hier ist passiert mittlerweile so viel auf dem Bildschirm und wir haben mittlerweile auch einfach so unendlich viel Geld, dass wir, selbst wenn wir danach noch auf Kistensuche gehen, ich glaube, wir werden keine Probleme haben, die auszumachen. Obwohl die natürlich mittlerweile relativ teuer geworden sind, ne? So. Aber jeder Mob, der uns tötet, macht uns stärker. Wir wissen ja, bei jedem Mob kriegen wir zwei Leben dazu. Oder eins, zwei oder ein Leben. Auf jeden Fall kriegen wir Leben dazu. Da steht mein Warbanner. Noch ein Imp-Overlord. Alles klar. Mehr Items für mich. Hi, Digga. Alles gut bei dir? Hier, guck mal, eine Lampe. Ich stehe einfach nur rum erstmal und krieg dann einen Schuss hin. So, hier, nimm noch mehr Damage. Oh, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Was passiert in diesem... Ich krieg Geld von oben? Cool. Weiß der Geier, wie hier oben irgendwer gestorben ist? Wenn ich hier unten am Rumkämpfen bin, aber ihr werdet schon irgendwie herausfinden. Also, nicht mehr, irgendwie herausfinden, sondern es wird schon irgendeinen guten Grund haben. Den ich jetzt im Moment noch nicht verstehe, aber ist auch egal. So. So, so, so. Ach so, es macht nicht dieser kleine Laser generell Damage, sondern es macht der Laser bereitet sozusagen und legt fest, wo gleich dieser Feuerstrahl aufkommt. Hilfe! Was mir tatsächlich relativ viel Damage macht, sind diese kleinen Kugeln, die diese Roboter hier verschießen, diese da, die gelben. Wenn die mich treffen, machen die schon ganz ordentlich Damage. So. Ja. Ja, kann ich das vielleicht tun? Hallo? Danke. Moment mal, habe ich den Impro-Lord nicht besiegt und hat er kein Item gedrückt? Wieso hat er kein Item gedroppt, der Schwein? Oh Gott, Kugeln. Ja, ja, wir suchen hier immer noch den Teleport. Ach, da rechts geht's raus. Da könnten wir unser Glück nochmal versuchen. Ja, ganz clever. So. Ah, die spucken so Feuer. Okay, das habe ich jetzt gesehen. Du spuckst kein Feuer mehr. Du spuckst kein Feuer nach mir. Ich bin die kleine Giftaffe und ich habe mittlerweile 12.000 Gold. Hallo. Wie geht's euch? Ich bin das Giftäffchen. Anstrengend. Der wird, glaube ich, umfallen, wenn er über meine Giftplattform läuft. Soll mir recht sein. Diese Kugel. Ferrero Rocher. Nur für ihren persönlichen Geschmack. Oder wo? Kaputt. Alles klar, kaputt. So. Hier spawnen einfach unendlich viel Nahrung. Ich kann es nicht mehr töten. Was bist du denn? 50% HP, die da haben. Also das ist riskant. Oh, spawnen aber auch gleich ein, zwei Items. Geil. Oh, 65% HP. Nicht bevor wir mich wieder hochgehalten haben. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Klingt nach einer guten Idee. Heilen wir denn überhaupt wieder hoch oder verlieren wir mittlerweile mehr Damage? Kriegen wir mittlerweile mal wieder mehr Damage, als wir austeilen? So, ungefähr. Machen wir nicht. Obwohl, doch, wir haben Leben verloren. Wir hatten irgendwie 7, aber jetzt haben wir nicht mehr 7 mehr. Schwimmkeiben heilen lassen, von der Drohne auch und von den Pilzen. Hier mega Heilung auf Doom. Und Gegner spawnen in mir. Das habe ich nicht anders erwartet.
Aber ich wollte, ich habe schon wieder 1200. Ist auch witzig, 65 HP könnten wir eigentlich machen, weil es ein prozentual HP von dem Leben, das ich habe. Und das ist eigentlich nur, oh, noch 200, war alles klar. Deswegen ist es quasi auch egal, wie viel Leben ich in dem Moment habe, wo ich es benutze, sondern es ist sogar besser, wenn ich weniger habe. Aber okay. Ich will nur nicht jetzt zu wenig Leben auf einmal überhaben. Stirbt doch einfach mal alle. Aber wir haben dafür zwei Mörser und zwei Brechstangen bekommen. Das kann nicht schaden. So. Also zwei Mörser, mehr Chance auf diese kleinen extra Damage-Kugeln. Und die Brechstangen machen ja extra Damage an Monster mit viel Leben. Tour für 300 Gold. Ich glaube, es wird... Oh, da ist noch ein Skeleton. Den machen wir gleich platt. Erstmal... Gott, was da für eine High-Key rauskommt. Noch so ein Benzinkalister. Das Minenfeld ist nett, aber ich finde die Lampe echt unendlich göttlich auf dem Kleinen hier. So, nimm erstmal Gift. Und nimm noch mehr Gift. Und nimm noch mehr Gift. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es eine gute Idee ist, Gift zu nehmen. Ey! Bleib hier, wo ich meine Giftsprung gelegt habe, du blöder Sack. Brauchst du auch ein Item? Dann will ich die Tür. Oh, hier ist noch so eine geile Statue. Kling! Da unten war noch so eine Statue, die für furchtbar viele Leben ganz viele Items gibt. Da will ich hin. Oh, da bin ich wieder gekommen. Shit. Da hat sich das Anschmeißen von meiner Giftspur so richtig gelohnt gerade. Oh meine Güte, seht ihr, wie viele Gegner hier auf dem Screen sind? Dann seht ihr, wie ich die alle kaputt mache. Vor allem, oh Monster, noch haben. Da ist jetzt gerade ganz viel explodiert. Hallo, der Scavenger, der steht hier irgendwo in der Luft. Was soll die Scheiße? Zwei Warbanner und ich habe Zeit angehalten. Das ist eine gute Idee, denn ich bin auf ganz furchtbar wenigen Leben. Das war ein bisschen sehr dumm von mir. Oh mein Gott, bitte nicht sterben jetzt. Das wäre so dumm. Das wäre so dumm, wie ich hier sterben würde. Oh, danke. Heilen, 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 heilen. Oh. Geh weg. Da war nicht schon wieder ein Gegner. Und hier die Lampe. Ich will, oh Gott, hier sind zwei von diesen Scavenger. Wie geht's denn? Wo weiter? Wo ist dieser fucking Teleporter? Leute. Da ist der fucking Teleporter. Ach, das ist auch kein Scavenger, sondern ein Imp Overlord. Okay. Der ist gerade runtergefallen. Alles klar. Alle fallen sie runter. Also, das Leben hat 800. Okay, damit können wir leben. Was ist denn dieses Spawn? Nur noch Boss. Ich sehe gar nichts mehr. Also, Leute, ich mache einfach mal. Wird schon gut sein. Im Moment kriege ich, glaube ich, ein bisschen weniger Damage, als ich an Leben regeneriere. Das kann also so schlecht nicht sein. Aber es wäre cool, wenn ich noch ein Level abkriegen würde, dann hätte ich noch eine Chance auf Unlock 12. Okay, ich kann jetzt eine goldene Pistole kriegen. Ich habe irgendwie ganz viel Geld gehabt. Habe ich immer noch, aber okay. Wenn man das selber spielt, Leute, ihr glaubt es nicht. Man kriegt überhaupt kaum noch mit, was auf dem Bildschirm passiert. Man drückt halt nur noch so, wie man denkt, dass es Sinn macht. Tasten. Im Overlord. Okay, ich verstehe nicht, was das ist, aber okay. Ich habe einen neuen Tentakel von dem Imp Overlord. Wenn ich den Kopf einer Schlange abschlage, dann lebt der Rest vom Körper weiter. Das wissen wir ja. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber, ach, guck mal da. Da sind jetzt so kleine Imp Overlords. Ich weiß nicht, die kämpfen, glaube ich, für mich. Ich sehe nur noch zwei. Oh, da ist noch ein Imp Overlord irgendwo gespawnt. Alles klar. Der kriegt aber auch schon von irgendwoher Damage. Man weiß nicht woher, aber es wird sicherlich irgendwas Gutes sein. So, hier den nochmal drücken und hier den. Ne? Das sind diese kleinen. Haut der nicht? Ne, der kämpft für mich. Also diese kleinen Mini-Imps, die da jetzt überall spawnen. Ich weiß nicht wann und wieso die spawnen, aber die kämpfen auf jeden Fall für mich. Ne? So, und den hier nochmal drücken. Hier nochmal meine Giftspur hinlegen. Und hier nochmal das Gift rausdrücken und irgendwo hinwerfen. Und das hier noch hinterher. Bestimmt ist das auch noch gut, hier nochmal zu drücken. Und die Taste. Ein bisschen irre hier. Wie lange muss ich denn noch in Live stehen? 77,90. Alles klar. Wie viele tausend Millionen Gegner sind denn hier auf dem Screen, wenn ich hier fertig bin? Warum ich jetzt hier gerade mich an die Kante gestellt habe? Ich habe gerade herausgefunden, dass meine Drohnen da unten rumstanden und die in die Wand schießen. So können sie wenigstens auf Gegner schießen. Ich krieg von allen Seiten her Geld. Ach, da oben ist der Scavenger Lord. Over Scavenger Imp Overlord Dingens Kisten.
Da ist auch noch dieser Schrein, den kann ich nochmal benutzen, aber das mache ich dann in aller Seelenruhe, wenn mir eigentlich nichts passieren kann, ne? Ist klar. Oh Mann, dieser Run hat sich auf jeden Fall itemtechnisch so weit gelohnt, denn wir haben ganz viele neue Items freigeschaltet. Bin mal gespannt, ob die, also ob das auch sinnvolle und gute Items sozusagen sind. Weiß man ja nicht. Es gibt ja auch Items, die nicht so geil sind. Wobei, das sind eher die Use-Items. Ich finde, bei den passiv immer aktiven Items kann man einfach von nichts was wirklich falsch machen, weil einfach alles irgendwie was bringt. So, hier die wollte ich hinstellen. Hier stirbt einfach alles. Remaining Enemies 12. Davon sehe ich bestimmt irgendwie 10 Stück oder so, würde ich jetzt hier tippen. Ja, Halle und Overlord, nimm das. Geh wieder mit. Ich bin der Neue im Overlord, würde ich sagen. So viel, wie ich von euch mittlerweile schon umgegrüßt habe, denn ihr müsst ich in eurem Bienenstock oder so, keine Ahnung, der neue König sein. Komm ich da wieder hin? Ja. Ach, der Schwein ist kaputt. Okay. Den Schwein habe ich schon kaputt gemacht. Na gut. Na, Kopf halt um. Gib mir noch ein Item im Overlord. Gib mir noch was Cooles. Danke. Nochmal diese Glocke. Ich weiß nicht, was die genau bringt, wenn man davon mehrere hat. Vermute, die hält die Zeit länger an oder so. Mhm. Alles andere wird ja auch relativ wenig Sinn ergeben, ne? Ach so. Okay, das ist jetzt so eine Art permanenter Begleiter, der Kleine. Ich dachte, die würden irgendwie spawnen oder so, aber das scheint so eine Art permanenter Begleiter zu sein. Okay, alles klar. Der spawnt und läuft mir hinterher. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob der sterben kann. Irgendwie, aber auf jeden Fall finde ich es gut. Mehr Quellen für Damage. So, den auch umgeboostet auf 4. Oben sind 2 davon. So, und wie unten kümmerst du dich um den? Hast du mich um den hier? Hi, Lampe. Hi, Lampe. So, der ist auch hin. Wie haben wir noch 2? Wir sind unter uns. Warum gehen wir nach links? Weil ich hier rausgekommen bin und so tun würde, als würde ich hier noch Items finden. Boah, alter Schwede, was da mittlerweile an Monstern kommt, wenn ich irgendwas mache und wie viel Geld ich habe. Ich glaube, ich müsste jetzt in der nächsten Mission einfach mal irgendwo landen, wo nur Schatz gefunden wird. Boah, wäre das göttlich. Nur noch Items kriegen. Wobei, nächste Mission bringt ja nichts, denn ich habe ja jetzt kein Geld mehr. Wenn ich... Oh, Level Up, schön. Da ist noch ein Gegner. Nee? Wo bist du denn? Oh. Ach, da unten. Da können wir auch nochmal weitergehen, ob es da noch eine Kiste gibt. Da rechts ist auf jeden Fall noch was. Das ist ja echt in dem Moment, wo ich mein Gift geschossen habe, auch in diesem blöden Ding jetzt die Plakate, ich glaub's nicht. Komm, können wir das einfach uns schenken? Ich glaube nicht, dass du auf eine andere Weise eine Chance hast, mir irgendwie was zu tun. So, danke. Ganz viele rote Münzen. Noch mehr kleine Kisten, noch mehr kleine Kisten, hier noch eine große Kiste. Komm, eine muss hier noch sein, das muss wieder lohnen, hier lang zu gehen. Jawohl, da ist noch ein Item. Jawohl, was kriegen wir, was kriegen wir, was kriegen wir? Irgendwas Geiles? Wir kriegen noch ein Messer für die Chance, jawohl. Mittlerweile müssten wir mit, wir laufen mit 5 Messern rum, wie auch immer der die alle trägt, aber okay. Das ist die größte Rollenspielfrage seit Anbeginn des Universums. Ey, eine Drohne. Und das Universum, eine Drohne. Zack, was auch immer, das ist eine Drohne. Ich gehe nochmal nach oben. Das News-Item ist ganz nett, aber wie gesagt, ich finde die Lampe ist schon ziemlich cool. Crowd Control ist in allen Videospielen, die ich kenne, immer eine der sinnvollsten Sachen überhaupt. Was gibt's hier? Weniger Leben, mehr Attack Speed. Okay, alles gut. Oh, 2 Items. Hohoho, ho, ho, wir kriegen hier noch. Das hat sich richtig gelohnt, hier noch lang zu gehen. Oh ja. Ja, ja, Teleporter. Noch mehr Geld von Items, noch mehr Feuerdamage, alles klar. Noch mehr Geld von Items, noch mehr Geld von Gegnern. Weil wir ja sowieso nicht genug Geld kriegen. Wie viel haben wir denn davon mittlerweile? Purses. Oh, da oben ist eine goldene Chest. Wie kommen wir denn da hin? Wenn wir da hinkämen, wäre das ja geil. Aber ich sehe keinen Weg, da hochzukommen. Die würde ich sofort mitnehmen. Die sieht ja geil aus. Ist da irgendein Weg hin? Ich glaube nicht. Ich habe auch gelesen, es gibt irgendwie ein Achievement, das damit zusammenhängt, wenn man da oben so eine Goldkiste mit so einem Schlüssel aufmacht, gibt es da irgendwas. Ja, die steht da schön. Ich komme da echt nicht hin. Ich wüsste auch nicht hin. Da war auch ja kein erkennbarer Weg. Das kann man auf der linken Seite daneben, könnte man nochmal gucken. Aber ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Naja, auf jeden Fall haben wir noch bessere Sachen. Bei wenig Leben sind wir dann auch noch mit schnellerem Attack-Speed gesegnet, immer dann den Zeitstopp. Hier müsste man quasi nach oben fliegen können, aber ich kann ja nicht fliegen. Gibt es eine Charakterklasse, die fliegen kann, die an diese Kiste rankommt? Ich weiß nicht. Aber ist ja auch doof, wenn es eine Kiste ist, an die man nur mit einer Klasse rankäme. Das wäre ja irgendwie blöde. So, hopp.
Das ist ein großer to report the final level, revisit previous levels. Ah, ich kann frühere Level nochmal revisiten oder kann jetzt ins final level. Okay. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen bei Risk of Rain. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.